moin moin, liebe Leute. Ich dachte, heute sprechen wir nicht mit euch über Aquaponik, so wie das sonst immer ist, sondern heute gibt es mal ein bisschen so über das Leben in China und so vielleicht auch die größten Unterschiede im Vergleich zum Leben in Deutschland. Ja? Also ihr seht ja immer hier, wenn ich meine Videos drehe, wie es hier im Hintergrund aussieht. Und sieht ja eigentlich gar nicht so chinesisch aus oder wie man sich so China immer vorstellt. Wobei man sagen muss, wie stellt man sich denn China immer vor? Ich denke, viele Leute stellen sich es einfach nur als Industrie-Großstädte vor, aber China hat sehr, sehr viele, sage ich mal, unterschiedliche Gesichter und sehr, sehr viele unterschiedliche, sagen wir mal, Lebensstile und Kulturen. Jeder, der mal nach China gehen möchte oder vielleicht mal reisen möchte hier, ich empfehle euch allen auf jeden Fall Yunnan, super schöner Platz, Dali, Lijiang, ja, sind ein paar super schöne Plätze im Südwesten von China, kann ich jedem nur empfehlen, aber ich lebe hier ja in Shenzhen und Shenzhen ist im Südwesten, im Süden von China. Und Shenzhen war jetzt eigentlich super interessante Geschichte, war so 1970 eigentlich ein Fischerdorf mit 30.000 Einwohnern. Und dann hat sich die chinesische Regierung überlegt, okay, wir machen hier eine Sonderwirtschaftszone direkt neben Hongkong. Und mittlerweile hat Shenzhen Einwohnerzahl von ca. 16 Millionen, also riesengroßer Unterschied. Ja, und wo ich hier lebe, das Ganze heißt Wangkecheng. Ja, und das Ganze ist halt, sie nannten es auch Dreamtown. Ja, also es ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Stadt in der Stadt. Ja, denn wenn man sieht hier die Architektur, sieht natürlich eher mehr, ich würde mal sagen, mediterran aus. Ja, also es hat nicht wirklich was mit der, sagen wir mal, der chinesischen Architektur zu tun. Und das Ganze ist hier halt auch eine gated community. Das heißt, wenn ich hier reinkommen will nach Hause, brauche ich eine Karte, um durch den Eingang zu kommen. Hier steht ein Security, hier gibt es ein Drehkreuz, wo ich durch muss. Also ist alles sehr, sehr, sehr abgesichert und es gibt auch einmal eine Mauer drumherum und einen Stacheldrahtzaun. Ja? Also manche Leute würden wahrscheinlich sagen, ist so ein bisschen wie im goldenen Käfig, aber das hat seinen Sinn, denn leider ist es so, was mir aufgefallen ist ganz am Anfang, als ich hier mal hingekommen bin, ja, ich dachte, naja gut, okay, ich schließe mein Fahrrad einfach ab an der Straßenbahnhaltestelle, das geht nicht, hier wird viel geklaut teilweise, aber das ist natürlich in Deutschland nicht anders. Denke ich mal, in jedem Platz der Welt, egal wo wir sind, ja, wenn man das Fahrrad an der falschen Stelle abstellt, ist es weg am Ende. Ja, nur das einmal dazu, das hier ist ja eher so die gehobene, sage ich jetzt mal, Gegend, wo Menschen leben, ja. So, noch ein riesengroßer Unterschied, wie hier in China größtenteils kommuniziert und auch bezahlt wird, ist die App WeChat, ja. In Deutschland ist das ja immer WhatsApp, in China ist es WeChat und der größte Unterschied ist es, ich zeige euch das mal einmal, ja, wenn ich hier in den Laden reingehe, kann ich ganz einfach hier mit diesem Barcode bezahlen, ja, und egal wo das ist, ob das das Taxi ist, ob das der kleine Drugstore ist an der Ecke, alles kann online mit dieser App bezahlt werden, ja. Ich könnte auch jetzt ganz simpel, sage ich jetzt, ich habe hier eine Balance, das heißt, ich habe hier im Grunde wie ein Portemonnaie und da habe ich halt eine gewisse Balance drauf und ich könnte jetzt sagen, okay, ich möchte, sagen wir jetzt mal, meiner Frau möchte ich jetzt einfach mal Geld transferieren, dann gehe ich hier drauf und ich könnte ihr jetzt einfach, sagen wir mal so, wenn ich möchte, 100 Euro überweisen, ja. Das wäre dann in einer Minute da. Ja, also riesengroßer Unterschied, was die Zahlungssysteme angeht und das Ganze ist natürlich, sage ich jetzt mal, sehr, sehr, sehr komfortabel, aber man weiß natürlich auch, das ist Datentracking und wir geben alle unsere Daten preis, ja, was unser Weg der Zahlung angeht, sage ich jetzt mal. Aber in China oder in Shenzhen ist es mittlerweile so, in vielen Plätzen, dass wenn man, sage ich jetzt mal, mit Papiergeld bezahlt, gerade wenn man jetzt mal so in so einen kleinen Laden geht, die einen schon fragen, sagen, kannst du nicht mit WeChat bezahlen? Ja, also teilweise wird man komisch angeguckt, wenn man nicht, sagen wir mal, wenn man mit Geld bezahlen will und wenn man nicht mit WeChat zahlt. Und man kann hier ohne weitere Probleme komplett ohne Bargeld leben. Komplett, ja. Das nochmal einfach so, um euch noch einen kleinen Hintergrund zu geben. Also doch ein relativ, sage ich mal, signifikanter Unterschied, denn ich denke, Deutschland ist dann nicht ganz so weit. Es wird jetzt langsam gerade integriert, aber da ist China schon wirklich auf einem komplett anderen Level und es ist eigentlich alles schon fast virtuell.
Noch ein weiterer Unterschied, was das Internet betrifft, ist einfach die Zensur. Ja, vielleicht wissen es einige von euch, in China sind viele Webseiten blockiert. Also Twitter, Instagram, Facebook, Google und einige weitere, egal was es ist, sind alle Webseiten sind komplett blockiert vom chinesischen Staat. Das heißt, für mich die einzige Möglichkeit im Prinzip, solche Seiten zu besuchen, ist über einen VPN-Anbieter. In dem Fall ist das hier Astril. Ja, das ist, sieht dann folgendermaßen aus. Ich muss hier mich einloggen jedes Mal und dann kann ich halt entscheiden, okay, ich kann mich... Ein VPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk. Das heißt, ich umgehe sozusagen die chinesische Firewall und gehe dann hier über verschiedene Server. Ich kann mir hier verschiedene Server aussuchen, wie ihr sehen könnt vielleicht. Ja? Also amerikanische Server, Server verteilt über die gesamte Welt, kann ich nutzen, um die chinesische Firewall zu umgehen, um mich entsprechend auf WhatsApp auch zu kommunizieren, um YouTube auch meine Videos hochzuladen. Das sind alles so Sachen, die sind davon betroffen. Ohne das virtuelle private Netzwerk wäre das nicht möglich. Bietet einem aber auch die Möglichkeit in Deutschland, ja, falls ihr Interesse daran habt, komplett anonym zu surfen. Denn ich kann natürlich jedes Mal meinen Server beliebig wechseln. Und es gibt hier halt auch die Möglichkeit, sag ich mal, mit der Stealth-Version, ja, also über eine doppelte, sage ich jetzt mal, Absicherung anonym ins Internet zu gehen. Ja, ist eine coole Sache, aber ist manchmal relativ nervig, sage ich jetzt mal, wenn man in China ist, denn das Problem ist halt einfach, wenn ich mein virtuelles privates Netzwerk eingestellt habe, kann ich meine WhatsApp-Nachrichten empfangen, aber meine WeChat-Nachrichten nicht mehr. Und umgekehrt, wenn es ausgestellt ist, kriege ich keine WhatsApp-Nachrichten mehr. Also macht das Ganze so ein bisschen komplex hier mit dem Leben und ist eine ganz interessante Sache für Leute, die vielleicht das überhaupt gar nicht wissen, ja. So, liebe Leute, jetzt geht's los und jetzt zeige ich euch mal, wie es hier aussieht. Außerhalb von Dreamtown und außerhalb meiner Dachterrasse, unabhängig von dem Aquaponics-System. Also, eine weitere super interessante Geschichte ist hier diese Postbox. Ja, also, falls ihr nicht zu Hause sein würdet, ist halt hier in China der Fall. Da gibt es hier diese Postboxen, die werden aufgestellt. Diese hier ist ungefähr, sagen wir mal, 200 Meter entfernt von meinem Zuhause. Und entsprechend würde dann das Paket hier hinterlassen werden. Und ich bekomme eine Nachricht und ich kann dann ganz einfach mit einem Barcode am Ende den Barcode einscannen. Und die Tür öffnet sich und ich kann mein Päckchen entgegennehmen. Ja? Das heißt, es ist natürlich eine coole Sache, denn in Deutschland ist es ja eigentlich immer noch so, wenn man nicht zu Hause ist, sage ich jetzt mal, geht die Sache wieder zurück an die Post. Man muss am Ende zur Post gehen und sich da die ganze Geschichte abholen. Das ist hier nicht der Fall. Also hier haben sie wirklich eine sehr, sehr schlaue Regelung. Aber natürlich auch hier, das ist halt immer die Sache hier. Ja, es ist alles sehr, sehr, sehr gut überwacht. Ja, also wer glaubt, in China ist nicht sicher, der hat sich geirrt. Ja, das werde ich euch jetzt auch noch mal ein paar anderen Beispielen zeigen hier auf dem Weg zum Metro. Denn, ich fahre jeden Morgen hier mit der Straßenbahn sozusagen zur Arbeit. Ja, noch eine interessante Geschichte hier in Shenzhen ist auch E-Mobilität wird wirklich groß geschrieben. Das heißt, es gibt wirklich keine Motorräder mehr, die in irgendeiner Weise, Motorräder sind sowieso schon verboten, seit sehr, sehr lang. Aber es gibt ansonsten keine Busse mehr, die mit Diesel fahren. Die wurden alle auf Strom umgestellt, alle Leute, die hier noch mit Fahrrädern fahren oder, sage ich jetzt mal, sind meistens E-Fahrräder. Auch hier der Kollege hinter mir, der hat im Grunde mit seinem kleinen, ja, wie soll man sagen, E-Mobil. Und auch das hier direkt ein E-Auto. 2000 bis 2020 sollen auch alle Taxis E-Taxis sein, ja. Also man sieht, China ist wirklich im starken, starken Wandel und ist eigentlich eine Top-Geschichte. Hier haben wir schon wieder ein E-Auto, denn die machen wirklich was für die Umwelt und das geht wirklich rapide voran. Da haben wir ein E-Taxi, das blaue da hinten. Ja. Ein weiterer Punkt, der glaube ich komplett unterschiedlich ist zu Europa und der relativ extrem hier ist, auch ist definitiv die Überwachung. Ja, also wenn ihr euch mal anguckt,
an Line, an einer Kreuzung haben wir einmal hier eine Kamera, die auf den Fußgängerweg zeigt. Da ist nochmal eine Kamera, die mobil ist. Dann haben wir dort drüben noch einmal eine Kamera. Da hinten noch einmal eine Kamera. Dort noch einmal eine Kamera. Ah, ich glaube, das waren so alle. Da ist schon wieder die nächste. Ja, also ich habe mal gezählt, so allein auf dem Weg zur Metro, ich glaube, erfassen mich so ungefähr 18 Kameras, ja. Die können im Prinzip, glaube ich, fast einen Film draus drehen, ja. Wenn man das alles zusammenschneiden würde aus jeder Perspektive, wird vielleicht eine coole Doku ergeben, ey. Und da haben wir noch eine Kamera, ja. Also es gibt eigentlich keinen Winkel, der nicht ausgeleuchtet ist. Und in der Zukunft soll das halt auch genutzt werden, sage ich mal, nicht nur für Sicherheit, sondern auch um den sozialen Status zu ermitteln. Das heißt, wie verhalte ich mich in der Gesellschaft? Was ist mein Kaufverhalten? Wohin bewege ich mich tagsüber? Und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, die hier gerade so passiert. So, und wir verlassen jetzt Dreamtown und gucken uns mal an, so ein bisschen, sagen wir mal, so wo die Arbeiterklasse lebt, oder wie kann man das sagen? Nicht mal die Arbeiterklasse, wo die meisten Menschen leben, in einer Großstadt wie Shenzhen. Ja, auch noch mal eine interessante Geschichte hier. Ja, es wird halt viel auch an der Straße direkt verkauft. Man kann halt solche Sachen finden hier, wie solche Kollegen, die hier dann direkt von ihrem Truck Sachen verkaufen. Und ja, so sieht man schon einige extreme Unterschiede. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Leute, stellt mir auch ruhig Fragen jederzeit, wenn ihr mehr sehen wollt, oder hinterlasst mir eure Anregungen und Informationen und Ideen. Und ha, guckt, da sehen wir mal. Noch eine Kamera und direkt noch eine Kamera. Also Kameras gibt es hier wirklich an jeder Ecke. Und da haben sie die Stadt schon mal gut mit ausgeschmückt. Und ich bin jetzt einfach mal hier in so eine kleine Hintergasse reingefahren und ich finde es immer verwundernswert. Also ich glaube, jeder, der hier Elektriker wäre, oder gerade der in Deutschland gelernt hat, würde komplett durchdrehen. Und es wundert mich wirklich, wie da noch jemand durchblickt. Ja? Also guckt es euch einmal an. Ja? So sieht im Grunde die Verkabelung aus. Ja? Sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, also es fängt dann hier irgendwo an und geht dann irgendwo nach hier. Und geht dann irgendwo hier rüber und zieht sich dann irgendwo hier hin. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier um die Ecke aussieht. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Und ich glaube, hier wird mehr außen verlegt als innen verlegt. Aber es funktioniert. Ja, also ihr seht, es läuft halt alles, hängt alles zwischen den, wird alles gespannt zwischen der Straße von links nach rechts. Und das hat mich halt immer am Anfang sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ja? Und das Leben findet halt sehr viel aus der Straße statt. Hier wird halt gerade was gemacht. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte, würde ich mal sagen, als auch als in Europa. Märkte, sehr, sehr viele Märkte auf der Straße. Und wir sehen schon eindeutig ein riesengroßer Unterschied zu der Geschichte in Wangkechang. Ja, in dem Dreamtown. Also wie ihr sehen könnt, die Jungs sind auf jeden Fall schwer verkabelt oder schwer vernetzt hier. Und ja, ich finde es immer sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall kein Elektriker sein. Ja, liebe Leute, wir sind mittendrin, mein Tag in China, und ich dachte mir, als nächstes zeige ich euch jetzt mal doch, wie hoch die Sicherheitsstandards sind, wenn man die Straßenbahn benutzen möchte, ja. Ich werde dazu einfach mal die Kamera mir umhängen, und es kann ein bisschen wackelig werden, weil ich will natürlich nicht, es kann hier zu Problemen führen, wenn ich hier anfange, das Ganze so offiziell zu filmen. Deswegen hänge ich mir einfach mal die Kamera auf, um und gucke mal, ob ich so da durchkomme oder ob sie mich basten dabei. Ist auf jeden Fall mal ganz interessant zu sehen, durch was für eine Sicherheitsschleuse ich gehen muss, nur wenn ich die Straßenbahn nehmen will. Ja? Also es ist nicht so wie in Deutschland. Schwarzfahren ist hier unmöglich, auf jeden Fall.
weitere Sache, die halt in China auch sehr weit verbreitet ist, in den Großstädten, ist die sogenannte Sharebike-Kultur, würde ich mal sagen. Und so gibt es hier die Möglichkeit, an vielen Ecken sich einfach ein Fahrrad zu leihen, sage ich jetzt mal. Dazu habe ich hier dann meine App und kann dann ganz einfach hier das Fahrrad entriegeln über einen Barcode. Ja, also ich habe hier ganz einfach die Geschichte, wird hier über den Barcode eingelesen. Ich hoffe, das Fahrrad hier funktioniert jetzt. Ich habe es vorher nicht getestet. Jetzt sagt es unlocking your bike. Das Schloss öffnet sich und ich kann loscruisen. Ja, also sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Schöne ist auch an der Sache, ich muss das Fahrrad nicht an einer gewissen Stelle abstellen, sondern das heißt, ich kann das Fahrrad wirklich an jeder x-beliebigen Stelle abstellen und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr, sehr angenehm, sage ich jetzt mal. Ja. Hier hinter uns wieder ein E-Taxi, ja, noch ein E-Taxi, also ihr seht, E-Mobilität wird auf jeden Fall groß geschrieben und auch schwer gefördert hier in China und ja, so sieht das aus soweit hier. Also für mich ist das Fahren mit diesen Mobikes, sage ich jetzt mal, sehr, sehr, sehr angenehm. Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Anbieter und man hat hier vorne dann so einen kleinen Korb dran und kann mit der App ganz günstig, sage ich jetzt mal, ich glaube für einen Monat kostet die App nicht mehr als, ich sag mal so 4 Euro und man ist mobil unterwegs, was natürlich sehr, 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 wirklich sehr angenehm ist. Ja, und noch ein so ein Punkt, der mir aufgefallen hier ist in den letzten 6 Jahren, es herrscht halt wirklich extremste Bauwut, würde ich schon mal sagen, ja. Was ich cool finde hier ist natürlich, es wird direkt auf an Ort und Stelle hier die Sachen verarbeitet. Also wenn man hier auf das Gebäude achtet, ja, hier waren noch vor einigen Wochen alles Hochhäuser. Die wurden alle, sagen wir mal, Stück für Stück auseinandergenommen und dann direkt hier vor Ort in einzelne Teile zerlegt und neu verarbeitet hier, denke ich jetzt bald wieder zu neuen Steinen. Ja? Aber wenn man mal guckt im Hintergrund, es ist natürlich jetzt extrem laut, ja, egal wo man hinguckt, sind halt im Prinzip Kräne und es wird extremst gebaut. Ja? Dort. Also alleine in der Gegend, wo ich wohne, ich denke mal, wurde komplett innerhalb der letzten 6 Jahre eine komplette Stadt neu errichtet, die wo ungefähr, sag ich mal, ca. 100.000 Menschen leben könnten und das U-Bahn-Netz wird permanent weiter ausgebaut, die ganze Stadt wird umstrukturiert auf, sagen wir mal, auf täglicher Basis, ja, also das ist extrem, was hier vor sich geht und wie schnell das Ganze voranschreitet. Ja, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, habe ich immer das Gefühl, dass das eine ganz andere, sage ich jetzt mal, Geschwindigkeit ist, in der Sachen geschehen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr extrem hier, wie der Fortschritt hier, sage ich jetzt mal, Einzug hält. Ja. Ja, liebe Leute, das war es auch eigentlich schon wieder fast so weit von mir. Hinter mir seht ihr noch, ich bin hier gerade an Window of the World in Shenzhen und wie ihr sehen könnt, China ist definitiv sehr, sehr, sehr kontrastreich, ja, von der absoluten Moderne, ja, bis zu dieser ulkigen Verkabelung in den kleinen Gassen, ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine Reise wert und gerade, sage ich jetzt mal so, im Inland gibt es sehr, sehr viele interessante Sachen zu sehen. Wie immer, falls ihr das Ding gut fand, einfach Daumen hoch. Falls ihr mehr sehen wollt, stellt mir einfach auch Fragen, Kommentare könnt ihr gerne überall hinterlassen. Und ja, war jetzt halt mal eine ganz andere Geschichte als die Aquaponik, aber ich wurde halt schon mehrmals gefragt, ja, wie ist denn überhaupt so dein Leben im Allgemeinen hier in China? Deswegen dachte ich einfach mal, ich spreche mal so darüber. Und ich hoffe, ihr konntet da einen ganz guten Einblick bekommen. Ja, denn ich denke, es ist natürlich schon irgendwo ein Unterschied zu Europa. Und ist mal ganz interessant auf jeden Fall, das so zu sehen. Ja, ja, ich habe hier kein extra Mikro, deswegen vielleicht die Soundqualität war nicht die beste. Aber ich denke, ihr konntet einen guten Eindruck bekommen. Und ich würde sagen, ja, falls ihr mehr sehen wollt, falls ihr auch mehr sehen wollt von dem Leben außerhalb des Aquaponics-Systems, einfach mal schreiben. Gibt da bestimmt noch so einiges zu berichten. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
Yeah.